Hi! Ja, willkommen zu Furios Let's Plays mit Bess. Und wir starten eine neue Reihe und zwar Dogman Dancer and Pizza Boy. Ja, ich werde hier die Facecam ausschalten. Ihr seht mich also jetzt nur am Anfang. Und naja gut, wir gucken mal, was das Spiel so bringt. Zwischendrin erzähle ich ein bisschen was zur Story, beziehungsweise zum Hintergrund von Dogman Dancer und Pizza Boy. Hierzulande in Deutschland jetzt nicht so der Begriff, aber am besten wir spielen das Spiel und lassen uns überraschen, was uns erwartet. Also, man hört sich. Erinnerst du dich an die Monstergeschichten, die dir als Kind erzählt wurden? Nun, alle diese Geschichten waren wahr. Und sie leben alle genau hier. In dieser gottverlassenen Stadt. Lissabon, Portugal. Ein Ort, an dem Albträume herumkriechen, direkt außerhalb deines Gesichtsfeldes. Wo die Luft erfüllt ist vom Echo von Schritten, die niemandem gehören. Und wo jeder Schatten erzittert unter dem Blick unsichtbarer Augen, die... Doc? Mit wem redest du da? Was? Pizza Boy! Unterbrich meine Einleitung nicht! Meinst du nicht, dass wir wichtigere Probleme haben? Doch, sicher. Und wie sind wir in diese Probleme eingeraten? Ich habe wirklich keine Ahnung. Erzähl's mir, als wäre ich 5 Jahre alt. Okay. Es war ein ganz normaler Tag im Büro, als plötzlich jemand an die Tür klopfte. Im Büro? Langweilig. Fang mit einer Verfolgungsjagd an. Na gut, fangen wir mit einer Verfolgungsjagd an. Doc, ich fasse es nicht, dass du mich enthauptet hast. Schon wieder. Mich trifft keine Schuld. Ich habe dich mit einem anderen Gargoyle verwechselt. Ihr seht alle gleich aus. Rassist. Jungs, könnten wir uns aufs Fahren konzentrieren? Mit Blick auf die Straße und so? Sag mir nicht, wie ich meinen Job machen muss, Pizza Boy. Wenn wir diese Gargoyles nicht aufhalten, beenden sie ihr Ritual. Und dann wird die ganze Welt von den Flammen irgendeines uralten Dämons verschlungen. Wobei natürlich nicht alle Dämonen böse sind. Stimmt's, Pazul? Ein 60.000 Jahre alter Dämon im Körper eines kleinen Mädchens. Das ist alles deine Schuld, Yuriko. Hättest du unsere Tarnung nicht auffliegen lassen, wäre das alles nicht passiert. Du hättest weiter Pizzas ausliefern sollen. Mein Job war einfacher, als du nicht überall rumgeschnüffelt hast. Sagt der Werwolf, der den Zirkel nach seiner Verwandlung problemlos hätte erledigen können. Als Maulpizza-Boy. Das wäre ein Plan ohne jede Eleganz. Doc, ich habe es satt, ständig als Zielscheibe deiner Witze und als persönlicher Sündenbock herzuhalten. Zielscheibe meiner Witze? Diese Ehre gebührt unserem kleinen Gargoyle. Danke, Jungs. Da fühle ich mich doch gleich wie ein voll akzeptiertes Mitglied des Teams. Ich fühle mich noch unangenehmer als unser 6000-jähriger Dämon hier, der im Körper dieses kleinen Mädchens gefangen ist. Okay, Pizza Boy, ich glaube, wir haben sie. Beweise, dass du nicht völlig nutzlos bist und erledige sie. Zünde den Cocktail auf dem Rücksitz an und jag sie in die Luft. Wird gemacht, Doc. Ein Cocktail auf dem Rücksitz anzünden ist vielleicht nicht immer die beste Idee. Er brennt. Aber gut. Na dann sollten wir den vielleicht auch auf sie werfen, ne? Kann ich da schon was machen? Ich muss diesen Laster aufhalten. Vielleicht habe ich etwas Nützliches in meiner Jacke. Tja, das muss dann auch irgendwie funktionieren dafür.
Ah, so geht das. Alles klar. Dann noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Benutze Molotov-Cocktail mit Laster. Ja, das müsste funktionieren. Ein schönes Point-and-Click-Style-Adventure. Sehr schön. Er brennt! Ich bin Doc Mendonza, ihr Basilisken-Ärsche. Und ihr seid alle schuldig, denn ihr habt den Kodex gebrochen. Genau. The Interactive Adventures of Doc Mendonza and Pizza Boy. Hast du den Papierkorb schon ausgeleert, Pizza Boy? So viel zum Glamour einer Praktikantenstelle bei einem Detektiv für okkulte Fälle. Ich glaube nicht, dass sich so ein leerer Papierkorb anhört. Mach, was ich dir sage, oder ich kürze dir dein Gehalt. Welches Gehalt? Genau. Da ist jemand an der Tür. Wenn es wieder um die Miete geht, sag einfach No hablo portugués, bis sie aufgeben und abziehen. Sieht aus wie eine junge Frau. Vielleicht ein Fall. Ein Mädchen? Schnell, Pasul, Gargoyle, alle auf ihre Plätze. Wisch die Krümel vom Sofa und steck die Pizzaschachteln in den Mülleimer. Wir bekommen Arbeit. Seht so cool wie möglich aus. Aber natürlich nicht cooler als ich. Natürlich nicht. Hallo, mein Name ist Nadja. Wer von Ihnen ist Doc Mendonça? Das bin ich, Schätzchen. Was führt ein zartes Pflänzchen wie Sie an einen so bescheidenen Ort wie diesen? Ich habe gelesen, Sie wären ein Detektiv für okkulte Fälle. Und ich glaube, ich brauche Ihre Dienste. Erzählen Sie dem kleinen Doc von Ihrem Problem. Ein Poltergeist? Zombies? Vampire? Gargoyles, die Ihren Müllcontainer durchwühlen? Ich habe Angst und weiß nicht genau wovor. Glauben Sie, dass ein Fluch Menschen von den Toten zurückbringen kann? Vielleicht können Sie mir helfen, herauszufinden, was genau dahinter steckt und wie gefährlich die Sache ist. Solche Jobs sind unsere Spezialität. Wir sind dabei. Wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen, bevor wir den Fall übernehmen. Sind Sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Was? Also wirklich, Pizza Boy, du und deine langweiligen Fragen. Mach mir das hier nicht kaputt. Uns. Es geht dir ja schließlich ums Geschäft. Das erste Gespräch mit einem neuen Klienten ist fast wie ein Verhör. Du musst nicht nur in Erfahrung bringen, was ihn zu dir geführt hat, sondern auch alles andere, was bei dem Fall hilfreich sein könnte. Manchmal verschweigen Leute Einzelheiten und wissen es gar nicht. Und manchmal fehlt ihnen einfach der Mut, die ganze Wahrheit zu sagen. Ich werde bei dieser neuen potenziellen Klientin mein Bestes geben. Aber ich bin sicher, Doc wird alles ruinieren. Nicht vergessen, es geht um die richtigen Fragen und die richtige Reaktion auf die Antworten. Nur dann tritt die Wahrheit zutage. Jetzt muss ich die Fragen wieder aufnehmen, um daraus möglichst viele Informationen zu erhalten. Ja, dann gucken wir mal. Also, ob sie in Gefahr ist, was sie hierher geführt hat, oder eine Frage zur Aufgabe stellen. Ah ja, okay, alles klar. Dann fragen wir sie erstmal, was sie hierher geführt hat. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? Ich muss anscheinend noch ein bisschen aufpassen, wo ich hintippe, weil ich habe jetzt tatsächlich eigentlich richtig getippt, aber egal. Gucken wir mal. Wir zeigen das. Klar, wenn Sie glauben, dass es so ist, stehen wir Ihnen zu 100% zur Seite. Bevormunden Sie mich nicht. Ich bin kein kleines Kind. Das war der falsche Ansatz. Was? Also, wir wissen, was Sie hierher geführt hat. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe.
Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? Wenn etwas zurückgekommen ist, warum sucht es Sie dann heim? Was haben Sie getan? Ich komme mit einem Problem zu Ihnen und Sie geben mir die Schuld? Was haben Sie denn für ein Problem? Lass sie in Ruhe, Pizzaboy. Siehst du nicht, dass sie schon nervös genug ist? Meine Güte. Das war der falsche Ansatz. Ja, jetzt entschuldige mal, ne? Also. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Also, wissen Sie denn, wie man einen Fluch bricht? Ist das überhaupt Ihr Metier? Was genau ist das Problem? Wissen Sie überhaupt, was wir hier machen? Vielleicht potenzielle Klienten verärgern? Hier sieht's aus wie auf einer Müllhalde. Brauchst du einen Eismagier, der sich mal deine Verbrennungen ansieht, Pizzaboy? Du hast dich nämlich ordentlich verbrannt. Das ist übrigens dein Büro, Doc. Oh, richtig. Ich probier's jetzt nochmal da drauf zu tippen, ob ich's jetzt... Jetzt schaffe ich's, okay. Vor wem oder was haben Sie Angst? Ja, etwas kommt immer ist die Frage mir passiert. Danach. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? Ja, das glaube ich schon. Aber wir fragen mal nochmal nach, was sie meint. Sind Sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Ich meine, das Ding, das mich heimgesucht hat, hat mir keinen Schaden zugefügt. Noch nicht. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Also, wissen Sie denn, wie man einen Fluch bricht? Ist das überhaupt Ihr Metier? Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Also, wissen Sie denn, wie man einen Fluch bricht? Ist das überhaupt Ihr Metier? So, was machen wir jetzt? Konfrontieren wir Sie mal. Jemand hat Sie verflucht? Was haben Sie dieser Person denn angetan? Ich komme mit einem Problem zu Ihnen und Sie geben mir die Schuld? Was haben Sie denn für ein Problem? Lass sie in Ruhe, Pizzaboy. Siehst du nicht, dass sie schon nervös genug ist? Meine Güte. Das war also, der falsche Ansatz. Erkennt ihr in irgendeiner Art und Weise, was man hier jetzt an Kombinationen in Fragen stellen soll? Also ich frage sie jetzt mal, ob sie in Gefahr ist. Sind sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Ich meine, das Ding, das mich heimgesucht hat, hat mir keinen Schaden zugefügt. Noch nicht. So, Mitgefühl zeigen, konfrontieren und necken war bisher immer falsch. Also stelle ich hier noch eine Frage. Warum Sie was hergeführt hat? Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? So, und dann die dritte Frage. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Also, wissen Sie denn, wie man einen Fluch bricht? Ist das überhaupt Ihr Metier? Was immer es ist, wir finden bestimmt eine Lösung. Wir sind hier, um zu helfen. Aber dazu müssen Sie uns schon erzählen, was passiert ist. Ich glaube, ich bin in so etwas wie einen Zigeunerfluch verwickelt. Ha! Ein Zigeunerfluch? Sowas gibt's doch gar nicht. Doc,
Also natürlich, wir brechen alles. Flüche, Verträge, Schwüre. Wenn es brechbar ist, brechen wir es. Ich sehe schon, Sie glauben mir nicht. Aber es ist wahr. Ich weiß, was ich gehört habe. Ich habe den Zigeunerfluch mit eigenen Augen gesehen. Genau genommen sehe ich ihn schon mein ganzes Leben. Aber mir ist erst jetzt klar geworden, was tatsächlich vorgeht. Ich bin in Gefahr. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Nicht doch. Natürlich glauben wir Ihnen. Das gehört zu unserer Zufriedenheitsgarantie. Und das sagt Ihnen der Alpha-Doc persönlich. Sie glaubt also, es geht um einen Zigeunerfluch. Und sie hat es von jemand anderem gehört. Das ist doch schon mal was. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Pizza Boy, sie hat diese Frage schon beantwortet. Sie hat dir gesagt, dass sie versucht, einen Zigeunerfluch zu brechen, der sie verfolgt. Sind Sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Ich meine, das Ding, das mich heimgesucht hat, hat mir keinen Schaden zugefügt. Noch nicht. Wenn Sie nicht in Gefahr sind, warum sind Sie dann hier? Wie schon gesagt, ich habe Angst. Sie wissen ja nicht, wer hinter all dem steckt. Außerdem glaube ich nicht, dass ich in Gefahr bin. Die Bedrohung reicht weit über mich hinaus. Wer ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen in Gefahr sind. Ich weiß aber nicht genau, wer. Können Sie wenigstens einen Namen nennen? Soweit ich weiß, könnte es jeder sein. Oh, Pizza Boy, du weißt wirklich nicht, wie man mit Frauen umgeht. Und deshalb wirst du auch eines Tages alleine sterben. Ich habe eine Freundin. Sie heißt Anna. Natürlich, natürlich. Es ist also jemand anderes in Gefahr. Hätte Doc nicht dazwischen gefunkt, wüssten wir vielleicht sogar wer. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? Vielleicht sollten wir jetzt Mitgefühl zeigen. Klar, wenn Sie glauben, dass es so ist, stehen wir Ihnen zu 100% zur Seite. Bevormunden Sie mich nicht. Ich bin kein kleines Kind. Das war der falsche Ansatz. Nein. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Pizza Boy, sie hat diese Frage schon beantwortet. Sie hat dir gesagt, dass sie versucht, einen Zigeunerfluch zu brechen, der sie verfolgt. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? Bitte sagen Sie mir, dass es keine Zombies sind. Das ist heutzutage nur noch ein Klischee. Es sind eher Geister. Ein rachsüchtiger Geist. Würde das Ihr Interesse wecken? Ein Geist. So einer mit weißem Leintuch und Klapperketten? Nein, eher ein lebendiger Schrecken. Sie verbirgt sich hinter einer Maske und ihre schrille Stimme hallt schneidend durch die Nacht. In unserer Branche sind Wesen hinter Masken nicht übernatürlich, sondern meistens Hausmeister, Wasserrutschenbademeister oder Nonnen. Ihnen wird das Lachen schon vergehen, wenn die Leichen sich auftürmen und sie zurückkehren. Ich glaube, niemand von uns ist sicher, solange Sie in der Nähe sind. Vielleicht sind Sie die Falschen für diese Aufgabe. Ganz ruhig, junges Fräulein. Vor dem brauchen Sie keine Angst haben. Er ist nicht der Hellste, aber er wollte sicher nicht respektlos sein. Ich bin perfekt für diese Aufgabe. Ganz egal, worin sie besteht. Ich habe den Kodex verfasst. Eine Reihe von Regeln zur Trennung der Paranormalen und der Menschenwelt. Ich habe also Erfahrung, verstehen Sie? Also, wir haben es mit einem Geist zu tun. Einem weiblichen Geist. Aber wer sind diese Sie, von denen sie sprach? Ich wünschte, Doc würde mich dieses Gespräch führen lassen.
Sind wir am Ende. Schauen wir doch mal, was wir bis jetzt erfahren haben. Da gibt es einen Geist und der ist möglicherweise hinter jemandem her. Und dieser Geist hat vielleicht etwas mit einem Zigeunerfluch zu tun. Es tut mir leid, aber das ist zu schwammig. Ich weiß nicht, ob wir daraus einen Fall machen können. Mir tut es auch leid, aber nicht ich sitze hier auf dem Bewerberstuhl. Ich muss wissen, ob sie mein Vertrauen verdienen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Wahrheit aufzudecken. Nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten. Und danach? Wie du mir, so ich dir. Was soll das heißen? War das eine Drohung? Tja, ich habe genug gehört. Wir übernehmen Ihren Fall, Lady. Die Einzelheiten besprechen wir beim Dinner. Ganz privat. Doc, ich glaube, sie hat mich gerade bedroht. Blödsinn, Yuriko. Ich führe sie jetzt zum Dinner aus. Danach vielleicht ins Kino. Wegen der Stressbewältigung. Und wer weiß, vielleicht gibt's am Schluss noch ein Eis. Vergiss nicht, Junge. Füge niemals einer Zigeunerin Böses zu. Sonst wird alles, was du liebst, in dir verrotten. Haha, sie hat's dir gegeben. Verstehst du? Sie ist echt lustig. Warte nicht auf uns. Ja. Alles klar. Hey, es ist schrecklich ruhig und friedlich. Irgendwie angenehm. Aber irgendwas fehlt. Ich sollte ans Telefon gehen. Der Stil von den Zeichnungen her erinnert mich so ein bisschen an die Gorillas, diese Band. Die kennt ihr sicherlich. Also zumindest das Mädchen, also Pazul ist ja relativ nahe an diesem Gorilla-Stil dran gezeichnet. Die Zeichner übrigens hier sind Frank Javier und Santiago Villa. Die Story selber von Felipe Melo. Ja, und da gucken wir mal, es klingelt. Ich guck mal einfach mal, ob ich. Ich schau mal, ob ich hier irgendwas antatschen kann oder so. Ich guck einfach mal so, ob ich hier irgendwie was berühren kann. Ihr seht ja, wo ich hintippe. Jetzt geh mal ans Telefon. So. Ich kann gucken. Ah ja, Gegenstände berühren. Ich werde mir das nicht ansehen. Sprechen. Doc Mendonza, Detektivbüro für paranormale Fälle. Wie kann ich Ihnen helfen? Yuriko, ich brauche deine Hilfe. Sofort. Es ist ein Notfall. Doc, lange nicht gesehen. Wie geht's? Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten, Pizzaboy. Komm und hilf mir. Ich bin im Motel Romero. Beeil dich und bring Pazul mit. Hier wirkt ein verdammter Zigeunerfluch. Okay, alle herhören. Wir müssen zum Motel Romero. Doc steckt anscheinend in Schwierigkeiten.